Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. So, wir sind bei Hoff wieder und ich würde jetzt erstmal mit den Tals weitermachen und sie erstmal alle töten. Das klang gerade sehr, sehr, sehr schlimm, aber egal. Wir sehen uns dort. Okay, hier ist die Tals Kolonie. Und ja, die können wir einfach mal angreifen. Warte mal, wo sind die Angreifer? Ich sehe hier nur Infanterie. Hä? Müssen doch die Angreifer sein. Na gut, ich greife die einfach mal an. Ach da, die spawnen so. Die kommen aus dem Boden. Ja, komm. Alles in Ordnung? So, Piers, helf mir mal hier. Das ist ein bisschen kritisch hier. Wie kommen die aus solche krasse Technologie hier ran? Das sind doch nur solche kleinen Viecher. Aber anscheinend starke Viecher. Ah, da sind noch mehr Angreifer. Aber schalte ich erstmal die aus. So. Gut. Kann ich denn direkt die ganze Kolonie ausschalten? Ja! Keine weißen Männer mehr. Da fehlt uns nur noch einer. Ich hoffe, das spawnt auch einfach so, wenn ich jemanden angreife. Wenn ich jetzt die beiden angreife. Ja, tatsächlich. Gut, der weg. Den schreiben wir nochmal an. Slap und den auch weg. Ich benutze das Holo-Terminal in Frontbunker. Ja, da hinten. Bis gleich. Also, wer möchte uns hier denn sprechen? Hallo, gut euch zu sehen, mein Sith Lord. Wir haben schon das Schlimmste befürchtet. Gute Arbeit. Wurde die Basis informiert? Wie ist die Stimmung dort? Meine Herren, der Commander möchte wissen, wie wir uns nach dem Sieg über die Tals fühlen. Ja, super. Ja, meine Fans. Danke, wunderbar, danke. Das ist ein Geräusch, das ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und ich habe gehört, dass eine unserer Patrouillen Tals gesichtet hat, die geflüchtet sind, anstatt zu kämpfen. Das Kriegsblatt wendet sich zu unseren Gunsten. Wir begraben die Republik. Das wird ihr Ende. Eure Männer riechen Blut. Es wird Zeit, es ihnen zu geben. Meine Zustimmung könnte nicht größer sein. Wir haben einen Plan erarbeitet, um die Tals in Position für einen tödlichen Angriff zu bringen. Ihre Vorräte, Waffen, wir machen Schachmatt. Die Nahrung, die sie benötigen, es ist alles zentral an einem Ort gelagert. Sie mögen ja an die Kälte angepasst sein, aber ohne ihre Vorräte halten sie keine Woche lang durch. Also werden wir ihr Depot zerstören. Das ist unter meinem Winde. Das wird sie nicht lange aufhalten. Ja, sagen wir mal das Dritte. Also, anstatt Tals zu bekämpfen, wollt ihr hungrige, wütende Tals bekämpfen. Sie sollten in der Lage sein, einen Gegenangriff zu organisieren, bevor der Hunger sie schwächt. An ihrer Stelle würde ich diese Basis überfallen, wenn ich plötzlich ohne Nahrung wäre. Wir werden also unsere Verteidigung hier verstärken und die Falle dann zuschnappen lassen. Gut, wenn sie das so besser finden. Leider könnte es sich als schwieriger weisen, an ihre Vorräte zu kommen. Sie sind in einer Reihe von Eishöhlen verstaut, in denen es vom Wampas nur so wimmelt. Das wird ein richtiger Kampf. Je schwieriger, desto besser. Wenn das der Fall ist, schlage ich eine Alternative vor. Es mangelt uns hier erheblich an Vorräten. Wenn ihr alles mitbringt, was ihr findet, könnte das einen bedeutenden Unterschied machen. Aber wir benötigen mindestens 100 Kilo an Nahrung. Wie sollte jemand das tragen und gleichzeitig kämpfen? Ich würde es... Entweder können wir es zerstören oder die Vorräte herbringen. Ja, wir bringen sie mal mit. Ihr werdet überrascht, wie viel ich tragen kann. Gewagt, mein Sith Lord. Ich hoffe, ihr trefft die richtige Entscheidung. Nehmt ja, ich kann 50 Wolwig-Flaschen auf einmal tragen. Sie sollen angekrochen kommen. Lasst sie wissen, wer die Herren dieser erbärmlichen Welt sind. Ja, ich mach nur diese krassen Stimmen. Ihr nicht. Okay. Ja, aber jetzt habe ich was Gutes getan, oder? Ach nee, das ist nur der Pass. Gut, Alter. Boah. Mega Ruckler. Stimmt, warte mal. Wie kommt denn nochmal ein Season Pass? Ah, hier.
Da habe ich was bekommen. Tatsächlich. Hier sind wir weiter aufgestiegen und wir haben klassische Kartellwaffenbeute. Jawohl, gucken wir mal. Lootbox wieder öffnen. Wir bekommen ein... Was ist das denn? Ein Schlagstock. Ein Schlagstock! Ich bin ein verdammter Sith, ich brauch doch nicht den Schlagstock. Was soll ich damit? Ach Gott. Ja, zum Glück habe ich kein Geld ausgegeben. Okay. Ich will erstmal den Commander Lenkeln finden und danach können wir die andere Quest weitermachen. Also, bis gleich. So, ja, wir haben jetzt ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar habe ich einfach so weit gekartet bis zum Ort. Also jetzt nicht, dass ihr die ganze Zeit nur noch Kämpfe seht. Ich glaube, das wird auch in Zukunft lassen. Statt immer wieder die Kämpfe zu zeigen, zeige ich euch direkt hier, was hier abgeht. Weil es ist auch einfach langweilig. Weil ich kämpfe mich hier einfach nur durch. Und ist ja nicht... Das ist jetzt nicht wie bei Marvel. Wo da epische Fights sind. Sondern ich schwing mein Schwert nur ein bisschen und fertig ist. So. Dann rein dort. Wieso bin ich hier jetzt so langsam? Gut. Auf die Kiste. Commander, was ist denn mit dir hier passiert? Seid ihr das, mein Sith Lord? Ich habe draußen Kampflärm gehört und hatte schon Hoffnung. Ich sollte euch töten, was ihr hier überhaupt macht. Eure Gefangennahme ist eine Schande. Seid froh, dass ich euch nicht auf der Stelle aufschlitze. Bitte, mein Lord, lasst Gnade walten. Jedi Zerenda ist ein gerissener Gegner. Ich dachte, ich würde ihn und seine Leute verfolgen, aber sie führten mich direkt in einen Piratenhinterhalt. Anscheinend hat er dafür gesorgt, ja, dass wärst die besten du mal mit mir gegangen. Kommandos der Republik mich von seiner Spur abbringen. Die Tals sind unübertroffene Pferdenleser und sehr listig. Das ist keine Entschuldigung. Zerenda hat euch überlistet und ihr habt bei eurer Mission versagt. Ich habe keine Ahnung, wie er mich entdecken konnte. Ich habe alles richtig gemacht. Eins kann ich sagen. Das sage ich auch immer. Wenn Zerenda das Kommando über die Tals hat, muss die Waffe, die er sucht, äußerst wichtig sein. Ich weiß, wo das Hauptquartier der Tals ist. Vielleicht könnt ihr einen von ihnen zwingen, Zerendas Ziel zu verraten. Sie werden mir alles berichten. Los, sagen Sie schon. Und wenn ich jeden Tals auf diesem Planeten töten muss, ich werde bekommen, was ich brauche. Ich wünschte, ich könnte mehr für euch tun. Natürlich. Hoffe, diese Spur macht meinen Fehler. Du bist ja überhaupt nicht nützlich. Ich treffe euch am Außenposten im nächsten Sektor. Ich kann ihn nicht mal töten. So, der ist zu blöd, geht nicht mal mit dem Trupp hier rein und er lässt sich gefangen. Und dann darf ich ihn nicht mal töten für so eine Schandheitigkeit. Das ist so echt eine Unverschämtheit. Okay. Ja. Aber ich würde erst... Ja, dann gehen wir zuerst zu der Unterzugzwangbergung. Also, ja, bis gleich. Jo, ich muss euch das hier kurz zeigen. Guckt euch diese geilen Wampas an. Ich will die als Gefährten oder als Reittiere. Oh, die sind ja so knuffig. Warum seid ihr böse? Ich will euch knuddeln. Ey, guckt euch die süßen Dinge an. Oh, schade. Und hier auch der große, dicke Oschi hier. Mit seinen fetten Krallen. Mann, ich will dich nicht töten. Ist mir zu schade. Aber okay. So, wir müssen jetzt drei Sachen besorgen. Einmal die Talsnahrung, die Talsmedizinvorräte und Talsmunition. Die haben sich ja hier eine ganze Basis aufgebaut. Die kleinen Viecher. Also wenn unsere Tiere in diesem Universum auch solche Veranstaltungen machen, da habe ich ein bisschen Angst. Also, ob ich da meinen Hund noch trauen kann, das ist schwierig. So, haben wir hier aufgeräumt. Ist hier schon mal was? Ich sehe nichts blinken oder so. War ich hier an diesem Ding? Ah, tatsächlich. Bombenregal. Ah, da ist die Munition, gut.
Zwei Stück fehlen noch. So, ich glaube, da oben gibt es auch noch mal was. Ah, ich will mit euch nicht kämpfen. Bitte, bitte, bitte ignoriert mich einfach. Hey, ich will einfach nur was nehmen, okay? Das gehört mich ja auch nicht. Das ist das auch was für mich. Steht da nicht so wie Präsident. Auch jetzt. Denn ihr seid nur flauschige Pelzmantel. Jetzt, der hier auch noch. Gut. Oh, das war natürlich gerne kaputt. Ja, komm, geh aus dem Weg. Muss hier noch was finden. Gut, das kann ich auch noch nehmen. Das ist die Medizin. Und dann haben wir hier auch noch was. Und zwar die Nahrung. Die Nahrung ganz am Ende. Melde dich bei Commander Tritan. Ja, da müssen wir wieder zurück. Gut. Tritan, ich habe alles Zeug mitgeschleppt. Nee, habe ich teleportiert. Wie ihr seht, ist es durchaus möglich, seine Last durch einen Haufen Wampas zu tragen. Ja, mein Sith Lord. Ihr werdet erfreut sein, dass wir unseren Teil des Plans ebenfalls erfüllt haben. Das ist doch hervorragend. Wir sind auf den Krieg vorbereitet. Wir haben Sicherheitsfelder, Sensoren, Antipersonenwaffen. Wir löschen jeden Teils aus, der es wagt, sich zu nähern. Commander! Commander, es gibt Berichte über einen Angriff der Teils. Ausgezeichnet. Auf welchen Flügel ist er gerichtet? Auf keinen Flügel, Sir. Sie sind an der Energiestation. Sie überrennen die Wachen. Sie haben Bomben bei sich. Diese Teils haben keine Angst. Woher haben die die Bomben? Selbst wenn die in den letzten Zügen liegt, wollen sie uns noch mit ins Verderben reißen. Wenn sie die Energiestation ausschalten, haben wir keine Wärmeversorgung. Dann müssen wir evakuieren oder wir werden die Nacht nicht überstehen. Schickt Truppen dorthin. Jede verfügbare Kanone wird benötigt, um die Station zu retten. Wir können nicht alle schicken. Was ist, wenn sie das erwarten und uns hier überraschen? Ich fordere Verstärkung von der anderen. Einen Überraschungsangriff. Sie sollten innerhalb einer Stunde landen können. Begebt euch zur Energiestation. Schnell! Verstanden. Fuck. Diese Tiere sind schlau genug. Manometer. So, da vorne. Chef, die Bomben in der Haupthalle. Gut, Piers, du bist auch ein hervorragender Lieutenant. Du führst die Truppen an. Ich entschärfe die Bomben. Auf geht's! Das ist der Krieg gegen die bösen Tals. Erinnert mich ein bisschen an diesen Australienkrieg gegen diese Emus. Los jetzt! Hopp, hopp! So, wir müssen jetzt ein paar Bomben entschärfen. Ja, Piers, wo sind deine Männer? Die solltest du auch mitbringen. So, jetzt, wenn du in der Schule gehst, dann sagen die Lehrer immer so, nimm was zu essen mit in eure Brotpizza. Und dann holt Piers so seine Truppen raus. Ich hab hier meine Brotpizza. Gott, komischer Humor, den ich hier hab. Na, hier wird mein Lieutenant nicht angegriffen. Was hat denn der hier für Fähigkeiten? Ist der so ein Puncher oder was? Geh aus dem Weg. Gut, hier ist die erste Bombe. Entschärfen wir das mal. Ihr greift hier nicht unser Halle an. Den Ranger will ich schön ausweichen. Bitte, bitte, bitte. Ach, Mann, oh. Ja, okay. Den auszuweichen ist ein bisschen komisch. Also das hätte mich jetzt auch gewundert, wäre das. Hätte das jetzt geklappt. Aber den, die kann ich doch gut ausweichen. Warte, warte. Jawohl. Hat doch gesagt, das geht immer. Gut, euch will ich da auch schon ausweichen. Sneaky Peaky hinter den Kisten. Oh, Alter, war das gerade geil. Dann jetzt hier rein. Mach nicht solche komischen Stimmgeräusche.
Gut, alle Dinge sind 2 und nicht 3, wie wir wissen. Fuck, es sind doch 3. Das wird wehtun. Die haben auch die ganze Basis hier eingenommen, also... Dass diese Viecher hier alles machen können, das wundert mich echt. Da zerstören unsere Menschen. Warte. Ich muss den Tal jetzt fotografieren. Ja, und jetzt habe ich den Tal jetzt fotografiert. Ah, ich bin tot? Ich wollte nur ein Thumbnail machen. Gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Nie mehr ein Thumbnail machen. Schnell, schnell, schnell. Lauf, 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 lauf. Komm schon, komm schon. Nein! Ich war doch so schnell wie möglich. Ja, Piers, ich lauf weiter. Du kümmerst dich um die Truppen. Ignorieren wir die einfach. Gut so, Piers. Weiter. Nein, wieso verfolgen die uns? Geh weg! Gut. Haben wir wieder so einen Teleporter bekommen? Gut, hier oben müsste das letzte sein. Dort. In der hintersten Ecke. Und von Trier den Tal-Sergeant. Es gibt einen verdammten Sergeant. Ui. Wo kommt ihr denn her? Na, was willst du jetzt mit mir reden? Sorry, ich verstehe keinen Tal-Sergeant. Hab meine Seite gewählt. Es ist besser, vor einem Tyrannen niederzuknien, als mit den Unterjochten unterzugehen. Eure Viecher sind schon längst tot. Und dieser Colonel war ein Schwächling. Ich bin ein Sith Lord. Oh, ich mag es. Rollenspiele. Ah. Jawohl, tot ist er. Oh. Was? Tatstreiter Deztamu? Moin. Hey, ganz ruhig. Wow, 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 wow. Was ist denn du für einer? Dann krieg ich auch tot. Junge, der schrägt mich hier mit seinen Fäusten. Ist er John Cena oder was? Ganz ruhig. Auch jetzt. Ich krieg den Ton, keine Sorge. Denn Lieutenant Pierce hilft mir immer und immer wieder. Ach, gut. Ach, das gehörte mit zur Mission. Lieutenant Oron erstattet Meldung, mein Sith Lord. Unsere Truppe ist am Boden und wir haben den Perimeter gesichert. Ausgezeichnet. So sollte es sein. Wir werden das hier fertigstellen. Wenn ihr zur Dawn-Basis zurückkehrt, wird Commander Tretan euch zweifellos persönlich gratulieren wollen. Hervorragend. Dann gehen wir doch zu Tretan hin. Ich glaube, jetzt haben wir auch die Nebenquests hier fertig, oder? Obwohl, das war viel zu kurz, oder? Gucken wir mal. Tretan, haben wir es fertig? Und ihr sagt, dass dieser Sith es ganz allein geschafft hat, das gesamte Kommando der Tals abzuwehren? Es klingt natürlich unglaublich, aber besprecht das doch persönlich. Ihr wart alle viel zu schwach, also... Wir können unsere Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Darf ich euch Moff Brainor, unter anderem Aufseher des Hoth-Systems, vorstellen? Dann hatte unser Plan einen Erfolg. Ich habe gehört, dass ihr dem Moff die frohe Kunde schon mitgeteilt habt.
Ja, ihr habt uns vor einem weitaus düstereren Bericht bewahrt. Ohne euch wäre die Dorn-Basis verloren gewesen und mit ihr alle Außenposten, die von ihr abhängen. Aus diesem Grund möchte ich euch um eure Meinung bitten. Würdet ihr sagen, dass Commander Tritan oder Chiss Captain Yudras der Verteidigung des Stützpunkts dienlicher waren? Ich glaube eher Tritan. Ich weiß nicht, Tritan ist mir sehr im Herzen gewachsen. Commander Tritans Anweisungen waren prompt und direkt. Diese Antwort hatte ich erwartet. Tritan ist sehr verlässlich, wenn auch nicht immer weise. Er wird hiermit zum Colonel befördert und ist bis auf Weiteres für die Dorn-Basis verantwortlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch alles Gute, Colonel Tritan. Oh, danke. Das ist wirklich unglaublich. Ich werde mein Bestes geben, Moff Brainor. Colonel Tritan wird wie immer meine volle Unterstützung haben. Das sollte er auch. Das wäre alles. Eure Empfehlung bedeutet mir sehr viel, aber ich muss meine volle Aufmerksamkeit auf der Stelle meinem Stützpunkt zuwenden. Sir, da wären noch die Piraten am Leth-Außenposten. Ja, natürlich. Die waren ja auch noch da. Captain Reva hat dort eine Anlage verloren, richtig? Wenn ihr in der Gegend seid, könntet ihr dort nach dem Rechten sehen. Schreckliche Piraten da. Da waren ja noch die Piraten. Oh, wir sind Stufe 44. Na gut, dann würde ich aber hier den Part erstmal beenden, ne? Wir haben schon genug verrissen. Wir haben die Details ausgelöscht. Gut. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.